Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem nächsten Screencast. Im Rahmen des MOOCs Einführung in die Kostenrechnung möchten wir nun, nachdem wir uns über die Kostenartenrechnung unterhalten haben, intensiv in die Kostenstellenrechnung einsteigen, in der wir uns zunächst wieder den Zweck und die Einordnung in der Kostenrechnung verdeutlichen. Und anschließend stellen wir uns die Frage, wie werden Kostenstellen eigentlich gebildet? Anschließend werden wir über verschiedene Kostenstellenarten sprechen, um uns dann über die Bezugsgrößen und innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen Gedanken zu machen. Die Abbildung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung in einem Betriebsabrechnungsbogen und die daraus resultierende Bildung von Gemeinkostenzuschlägen runden das Kapitel der Kostenstellenrechnung ab. Wie schon mehrfach gesehen, befindet sich die Kostenstellenrechnung zwischen der Kostenarten und der Kostenträgerrechnung. Die zentrale Fragestellung bei der Kostenstellenrechnung lautet: Wo im Unternehmen sind Kosten entstanden? Der Zweck, der mitverfolgt wird, ist es, eine genauere Zurechnung der Gemeinkosten, also der allgemeinen Kosten, auf die Kostenträger vornehmen zu können. Dazu bedient man sich der Hauptkostenstellen. Ein weiterer Zweck ist es, die Kontrolle und Überwachung der Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens und einzelner Teile davon besser durchführen zu können. Der Zusammenhang zwischen der Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgerrechnung wird in dem nachfolgenden Schaubild sehr schön dargestellt. Ich hoffe, daran wird deutlich, dass die Kosten wie das Wasser eines Brunnens über Kaskaden am Ende auf die Kostenträger fließt. Denken Sie bitte immer daran, das ist ein Hauptzweck der Kostenrechnung. Wie Sie schon gelernt haben, teilen sich die Kostenarten in die Einzelkosten einerseits und die Gemeinkosten andererseits auf. Die Gemeinkosten oder eben allgemeine Kosten lassen sich jetzt wiederum aufteilen in Kostenstellen-Einzelkosten und Kostenstellen-Gemeinkosten. Kostenstellen-Einzelkosten sind solche Kosten, die zweifelsfrei einer einzelnen Kostenstelle zugeordnet werden können. Allerdings können sie nicht zweifelsfrei einem einzelnen Kostenträger zugerechnet werden, weshalb sie ja auch auf Kostenstellen verteilt wurden. Stellen Sie sich vor, es wird ein Paket mit 10 Leitsordnern für die Personalabteilung nebst Rechnung angeliefert. Kostenrechnerisch fällt es uns sicher sehr leicht zu sagen, die Kosten für diese 10 Leitsordner sind der Kostenstelle Personalwesen zuzuordnen. Es handelt sich also um Kostenstellen Einzelkosten, denn wir können nicht sagen, die Kosten für diese 10 Leitsordner wurden durch ein bestimmtes Produkt, das wir herstellen, verursacht. Könnten wir dies, so wären es Einzelkosten, die wir direkt einem Kostenträger zuordnen könnten. Und genau diese Konstellation kann man sich beispielsweise auch bei den 10 genannten Leitsordnern vorstellen. Nehmen wir an, wir benötigen die 10 Leitsordner, um dem Kunden die Bedienungs- und Wartungsanweisungen für seine hochkomplexe Fabrikationsanlage mit der Auftragsnummer 4711, die er gerade bei uns gekauft hat, mit der Anlage zu übergeben. In diesem Fall könnten wir die Kosten für die 10 Leitsordner direkt dem Kostenträger 4711 als Einzelkosten anlassen. Ich hoffe, in diesem Beispiel ist klar geworden, dass es nicht von der Art der Kosten abhängt, ob es sich um Einzel- oder Gemeinkosten handelt, sondern davon, ob die Kosten direkt einem Kostenträger zugeordnet werden können oder eben nicht. Kostenstellen Gemeinkosten sind nun solche Kosten, die weder einem einzelnen Kostenträger noch einer einzelnen Kostenstelle direkt ohne Zuhilfenahme von Verteilungsschlüsseln oder Ähnlichem zugeordnet werden können. Stellen Sie sich als Beispiel vor, die Rechnung für den Ferndampf käme ins Haus. Wir benutzen den Ferndampf zum Heizen unseres gesamten Bürogebäudes. Die möglichst verursachungsgerechte Zuordnung dieser Heizkosten auf die verschiedenen Kostenstellen ist nun nicht aus der Rechnung ersichtlich.
Vielmehr könnte man jetzt beispielsweise die zu heizende Fläche als Grundlage einer gerechten Verteilung heranziehen. Diese Heizkosten würden nun also mit dem Verteilungsschlüssel zu beheizende Fläche indirekt den einzelnen Kostenstellen als Kostenstellengemeinkosten zugeteilt. Über diese beiden Pfade, Kostenstellen-Einzelkosten und Kostenstellen-Gemeinkosten, sammeln wir also die Gemeinkosten auf den Kostenstellen, um sie anschließend über Hauptkostenstellen ebenso wie die Einzelkosten möglichst verursachungsgerecht auf die Kostenträger zu verteilen. Schließlich ist es uns ein zentrales Anliegen herauszubekommen, welcher Kostenträger welche Kosten verursacht hat. Wie kann man Kostenstellen bilden? Die Bildung von Kostenstellen nach betrieblichen Funktionen ist eine Möglichkeit. Weitere Möglichkeiten sind die Bildung von Kostenstellen nach Verantwortungsbereichen, räumlichen Gesichtspunkten oder nach rechentechnischen Gesichtspunkten. In der Praxis werden alle genannten Arten zum Teil auch kombiniert miteinander angewandt. Die Bildung von Kostenstellen nach betrieblichen Funktionen bedeutet beispielsweise, eine Kostenstelle oder einen Kostenstellenbereich jeweils für Beschaffung, Fertigung, Verwaltung, Vertrieb und so weiter anzulegen. In der Praxis ist es oft so, dass die Aufbauorganisation eines Unternehmens Parallelen zur Kostenstellenstruktur aufweist. Die Bildung von Kostenstellen nach Verantwortungsbereichen orientiert sich eher an Personen, während die Bildung von Kostenstellen nach räumlichen Gesichtspunkten eher von geografischen Aspekten ausgeht. Nach rechentechnischen Gesichtspunkten aufgebaut, nennt man die Kostenstellenrechnung eine Platzkostenrechnung, wenn einzelne Maschinen oder Arbeitsplätze eine separate Kostenstelle darstellen. Meine Damen und Herren, damit beende ich den heutigen Screencast, wünsche Ihnen viel Spaß beim Lernen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh!